Also der Plan der Professoren und dieser Bundesministerin geht dahin, viel Geld zu generieren, aus diesem Geld heraus dann die Klimaziele Kohlestopp 26 zu bezahlen, also nicht 38, sondern 26. Und davon, da bleiben dann noch 400 Milliarden in der Planung der Professoren für die anderen Klimaziele übrig. Und wie macht man so etwas? Wie wollen die so viel Geld erzeugen, ja? Dass es eben nicht diesen Widerstand gibt? Haben Sie es mitgekriegt, dass ja viele Menschen ja Widerstand sagen? Ja, ja? Ich weiß, dass die Diskussion um die CO2-Steuer, ja, genau. Und den Widerstand dazu. So, klar. Ja, genau. Und deswegen sagen die Professoren, wir müssen neues Geld generieren und aus dem Geld heraus können wir es finanzieren. Und zwar stellen Sie sich vor, da vorne jetzt eine Gesundheitsreform als eine von 20 Reformen im Paket. Ja? Da würde zum Beispiel mein Hausarzt in Zukunft mir Spaß machende kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos anbieten. Die Bevölkerung würde im Durchschnitt etwas gesünder sich entwickeln, die Krankheitskosten gehen etwas zurück. Wir müssen natürlich uns ein bisschen darum kümmern, dass die Pharmaindustrie diesen Wandel zur Gesundheit in Deutschland hin überlebt und mitkommt sozusagen. Gesundheit, Sie wissen, dass es ein schwieriges Thema ist. Wenn Sie sich wehren. Deswegen müssen wir denen helfen, damit sie sich nicht wehrt. Wenn sie sich wehrt, haben wir nämlich verloren. Ja? Sie wissen, welche Macht die hat. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja genau unser Problem, was wir haben, ne? Dass wir so eine Lobbygesellschaft geworden sind. Wir sind eigentlich eine Lobbydiktatur, könnte man sagen. Wir sind keine Demokratie, wir sind eine Lobbydiktatur. Ja? Aber genau das ist ja der Punkt, dass wir dann sagen, okay, von den Geldern, die wir volkswirtschaftlich einsparen, helfen wir der Pharmaindustrie, das ohne Schäden zu überleben und am Ende trotzdem für Deutschland ein Gesundheitsförderungskonzern zu werden. Ja? Also quasi eigentlich eine neue Zielsetzung zu kriegen, Prävention und Gesundheitsförderung. Und durch diese eingesparten Gelder, wenn wir die rüber tun ins Klima, und jetzt stellen Sie sich vor, hier stände Greta Thunberg und würde nur einen Satz sagen, liebe Leute weltweit, lasst uns doch in jeder Talkshow mal darüber diskutieren, ob nicht das dritte System zwischen Kapitalismus und Kommunismus, das dritte System der zweiten Scientist for Future, ob uns das nicht sowas wie einen Durchbruch bringen könnte. Ja? Und dann glaube ich, dann sehe ich eine Chance, dass wir es kriegen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, wäre auch schön so, aber ich wüsste auch, dass das ein weiter Weg ist. Ja, aber Sie dürfen nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn Greta, die ja im Moment von den Medien gehypt wird ohne Ende, weil die auch wollen, dass es über eine bessere Welt diskutiert wird. Die Journalisten machen das ja nicht nur, weil Greta jetzt vom Himmel gefallen ist, die wollen das. Die wollen das. Und deswegen so, das ist so unsere Hoffnung, dass wir darüber dann in die öffentliche Diskussion einsteigen und dass wir dann sogar die Pharmakonzerne überzeugen können, dass es auch für sie der bessere Weg ist. Ja? Aber den Grundgedanken, den haben Sie jetzt zum ersten Mal neu gehört, finden Sie den sympathisch? Also, ne, ich habe ihn mir noch nicht durchüberlegt, aber so kann ich mir das sehr gut vorstellen oder sehr positiv für später auch vorstellen, ja.